Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte in der Community ja schon angekündigt, dass ich auf jeden Fall noch ein Video machen werde zur neuesten Tesla-App in der Version 4.2.3. Tesla schmeißt ja im Augenblick die Tesla-Apps raus wie warme Semmeln. Also es geht schon relativ inflationär sozusagen, wie die einzelnen Versionen herausgehen. Gefühlt gab es vor ein paar Tagen das letzte Update und gefühlt noch ein paar Tage davor das andere Update. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt eben halt jetzt die Version 4.2.3 und da viele immer wieder fragen, wie kann ich denn, so jetzt sehen wir hier das falsche Fenster, ich muss mal eben kurz hier auf mein iPhone schalten. Sekunde, ich muss es mal kurz freigeben. Ja, da ist das iPhone. Es kommt immer wieder die Frage auf, ja, wieso, ich habe gar kein Update. Wieso hast du schon ein Update und ich nicht? Was muss ich tun, um dieses Update zu bekommen? Deswegen werden wir jetzt gemeinsam mal in den App Store gehen in diesem Fall. Das kann auch Google Play Store oder wie er heißt sein. Und mal schauen, wie das dort aussieht. Ich gehe auf den App Store, gehe auf Suchen und gebe dort oben ein Tesla. Klicke auf Tesla. So, und jetzt sehen wir hier unten, hier steht Tesla oder öffnen. Jetzt geht bitte an dieser Stelle nicht auf öffnen, sondern klickt auf dieses Tesla-Symbol. Und das mache ich mal. Und dann sehen wir, dass hier oben steht aktualisieren. Wie ist das möglich? Warum ist das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es diesen. Ist es im Hals so, dass man hier tatsächlich einmal auf das Symbol des Programms klicken muss, auf die App klicken muss. Und dann sehe ich, dass ich das im Hals tatsächlich aktualisieren kann. Wenn ich das nicht mache, kann es Ewigkeiten dauern, bis man darüber informiert wird, dass es eine Aktualisierung gibt. Ich mache das jetzt mal. Das geht auch relativ fix, hoffe ich. Das nur mal als allgemeiner Hinweis, wie man denn überhaupt auf die Aktualisierung kommt. Auch im Google Play Store verhält es sich genauso. Ich habe keine Ahnung, warum das so gehandhabt wird. Meiner Meinung nach ein Fehler, aber es ist, wie es ist. Und wenn das jetzt gleich komplett installiert ist, da muss ich leider sagen, es gibt ein Problem, weil ich habe gar keinen Tesla mehr. Mein Model 3 ist verkauft und ich warte auf mein neues Model, welches auch immer es sein mag. Das mag ich jetzt und will ich noch gar nicht verraten. Dazu wird es natürlich neue Videos geben. Warum verkaufe ich mein Model 3? Warum hole ich mir jetzt unbedingt ein neues? Dazu später mehr, also wenn euch das interessiert, bleibt dran, abonniert den Kanal am besten oder aktiviert die Glocke und in Kürze werden zu diesem Thema, zu dem Wechsel Model 3 zu Model auf jeden Fall neue Videos geben. So, und jetzt nach dem Update kann ich es natürlich gleich öffnen. Sekunde, geht gleich los. Dauert länger als erwartet, ehrlich gesagt. Los, komm schon. Ach, warum dauert es jetzt so lange? Also eigentlich dauert es nicht so lange. Ich gehe jetzt über den App Store auf die neue App. Ich breche das hier mal ab und rufe das explizit auf meinem Handy auf. Ah, okay, ich kann mir vorstellen, da das Modell nicht mehr zur Verfügung steht, dass es auf dem iPhone, das nicht direkt connected ist. Ja doch, eigentlich habe ich doch die Connection zu meinem Tesla-Account auch auf dem iPhone installiert, aber wie ihr seht, zeigt er mir nichts an. Das ist ein bisschen schade, aber nicht zu verhindern, nicht zu ändern im Augenblick. Deswegen werde ich das jetzt mal beenden und gehe zurück.
auf die allgemeine Beschreibung. Ist auch nicht so dramatisch, diese Version hier. Es gibt einmal dieses App-Symbol, wird sich so ein bisschen ändern. Hier links sehen wir das alte Symbol und hier rechts das neuere. Das heißt, das ist dieses T wird etwas kleiner und die Farbe verblasst so ein bisschen. Naja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist also eigentlich völlig irrelevant, aber ist wie es ist. Es hat sich halt etwas verändert. Eine weitere Änderung ist eigentlich viel, viel interessanter, auch in zukünftigen Versionen, und zwar Apple AirPlay. Und zwar steht es hier im Text, dieses Update fügt einen Verweis auf die AirPlay-Technologie von Apple hinzu, die Audio- und Videostreaming von einem Apple-Gerät auf unterstützte Hardware wie einem Fernseher beispielsweise ermöglicht. Den Erkenntnissen von Tesla-App iOS zufolge beginnt Tesla offenbar mit der Implementierung von AirPlay, um das Streamen von Audio und möglicherweise sogar von Videoinhalten in höherer Qualität in ihr Fahrzeug zu ermöglichen. Das ist natürlich eine gute Aussicht für alle, die AirPlay benutzen, um eben halt auch Videocontent direkt im Fahrzeug anschauen zu können über Apple AirPlay. Und das ist auch nicht der einzige Hinweis und nicht der erste Hinweis auf AirPlay von Tesla. Letztes Jahr sagte Elon Musk, dass er mit Tesla-Ingenieuren die Möglichkeit einer zusätzlichen AirPlay-Unterstützung für eine bessere Klangqualität besprechen würde. Auch ein sehr interessanter Punkt. High Fidelity auch über Apple AirPlay. Ich weiß gar nicht genau, welche Normen Apple AirPlay im Augenblick unterstützt, aber besser geht immer, würde ich sagen. Und das ist sicherlich auch erfreulich zu hören, dass auch Tesla sich in diese Richtung Gedanken macht und das eben halt optimiert. Dann gibt es ja schon seit der letzten und vorletzten Version die Möglichkeit, das Tesla-Profil zurückzusetzen. Was ist das Tesla-Profil? Ihr habt ja die Möglichkeit im Fahrzeug nicht nur ein lokales Profil für das Fahrzeug abzusichern. Ihr könnt auch sagen, okay, ich möchte mein Profil generell für alle Tesla-Fahrzeuge, die mir zur Verfügung stehen, absichern. Das passiert eben halt über die sogenannte Cloud, in diesem Fall über die Tesla-Cloud. Und wenn ihr das macht, ist es völlig egal, in welches Tesla-Modell ihr einsteigt. Wenn ihr euch damit entsprechend anmeldet, habt ihr alle Einstellungen sofort wieder zur Verfügung. Alle Settings, die ihr vorher gemacht habt, werden dann auch in diesem weiteren Fahrzeug entsprechend angewendet. Und im Text steht, Your Tesla Profile saves your preferences for every drive, für jede Fahrt. Your vehicle will automatically adjust to your preferred seating positions, also Sitzpositionen, Kabinentemperaturen, Media Settings und viel, viel mehr. Das ist wohl so und ist absolut cool. Für mich jetzt beispielsweise aktuell, ich werde wie gesagt demnächst mein neues Modell abholen und ich erwarte, wenn ich mich da mit meinem Tesla-Profil anmelde, dass alle Settings, die ich vorher gemacht habe, eben halt auf dieses neue Fahrzeug angewendet werden. Ich bin sehr gespannt, ob das genau so funktioniert. Ja, dann noch ein Punkt Quick Links, also Schnelllinks, Schnellverweise. Und zwar geht es hier einmal um den Abschnitt Service oder auch auf der Straße, Roadside. Dort gibt es weitere Links, Schnellzugriffslinks, um Hilfe herbeizurufen, zum Beispiel im Falle einer Panne oder auch im Falle eines Services, den man dort starten muss. Und dieser ganze Bereich hier ist eben halt entsprechend aktualisiert worden. Auch eine gute, fortschrittliche Geschichte. Ja, und dann gibt es noch kleinere Korrekturen, wie immer bei jedem Update, die nicht weiter bekannt sind. Das ist also der Satz kleinere Korrekturen und Verbesserungen, den könnte man nicht unter jedem Update drunter schreiben. Das ist halt so. Ja, klar, natürlich. Ja, also die ganzen Updates bei Tesla App
verhalten sich so ein bisschen inflationär, würde ich fast sagen. Also es gibt ja laufend neue Updates. 4.2.2.8 habe ich auf dem Android-Phone noch gar nicht bekommen. Und auf dem iOS-System, also Apple, gibt es eben halt jetzt schon die 4.2.3. Mit 4.2.2, da können wir auch gerne nochmal reinschauen. Dort haben sich die Wartungsdokumente, das hatte ich auch schon berichtet, entsprechend angepasst. Es gibt die Aktualisierung in dem Empfehlungsprogramm, bessere Übersicht über das, was man eben halt entsprechend bekommt oder bekommen wird, wenn man eine Empfehlung herausgibt oder wenn man über eine Empfehlung ein neues Produkt kauft. By the way, ich habe einen Referral-Link von dem lieben Carsten von Strom rein, Spaß raus benutzt, um mein neues Modell zu bestellen. Und Carsten, liebe Grüße an dich. Du wirst sicherlich auch deswegen jetzt irgendwelche Punkte, Gutscheinpunkte in deinem Account bekommen und ich bekomme dafür mein Auto irgendwie um 500 Euro billiger und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall eine gute Geschichte, eben halt so einen Referral-Link zu benutzen. Schaut gerne mal vorbei, auch bei Carsten, der macht gute Videos, wenn es darum geht, möglichst günstig von A nach B mit diversen Ladekarten zu laden und hat da den besten Überblick. Schaut euch gerne seine Videos an. Ja, so, auch hier noch wieder natürlich der Hinweis, kleinere Korrekturen. Davor gab es 4.2.2.7, Änderungen in der Lootbox und so weiter und so fort. Aber das ist alles altes Zeug. Wie gesagt, die aktuelle Version ist Tesla App 4.2.3. Und das habe ich jetzt auf dem iPhone, aber ich kann es euch jetzt leider nicht live zeigen, wie ihr gerade gesehen habt, auf dem iPhone, weil ich kein aktives Fahrzeug da im Hintergrund habe. Aber lasst uns doch gerne nochmal kurz auf generelle Aktualisierung gehen. Interessant ist hier diese Geschichte mit dem Konstruktionsfehler, angeblichem Konstruktionsfehler, der zu unbeabsichtigter Beschleunigung führen kann. Und die NHTSA hat sich das natürlich gleich unter den Nagel gerissen. Wer ist die NHTSA? Das werde ich mal auch kurz aufrufen. Das habe ich mir gerade schon mal zurechtgelegt. Die NHTSA ist die National Highway Traffic Safety Administration. Langer Name, kurzer Sinn. Es ist eigentlich die oberste Kontrollbehörde, wenn es um die Sicherheit der Fahrzeuge geht in Amerika. Und Amerika ist ja nun auch bekannt dafür, dass sie Sicherheit wirklich ganz hoch hängen. Und wenn die National Highway Traffic Safety Administration die ein oder andere Firma dazu nötigt, eben halt Statements abzugeben zu Störungen und so weiter, dann gehen die Alarmglocken auf jeden Fall an. Und Tesla ist eben halt verpflichtet worden, Stellung zu nehmen zu diesem angeblichen Konstruktionsfehler, der zu diesen unbeabsichtigten Beschleunigungen führen kann. Sehr interessanter Punkt. Es gab ja immer mal wieder so Full Self Driving oder überhaupt Autopilot-Unfälle, wo sich niemand erklären konnte, warum es denn zu diesem Unfall gekommen ist. Und die Besitzer haben eben halt öfter mal gesagt, ja Mensch, das Auto hat aber mal wie blöd beschleunigt. Keine Ahnung, was da los war. Und ja, mal schauen, was daraus wird, kann ich nur sagen. Ja, die Scheibenwischersteuerung soll vollständig auch übers Lenkrad bedienbar sein. Das ist ja schon mit dem letzten Update reingekommen und eigentlich ziemlich coole Sache. Schaut euch gerne das entsprechende Video dazu an. Es geht hier um das Software-Update 2023.20, was hier nochmal aufgegriffen wird. FSD-Beta ist natürlich so ein Dauerthema in Amerika vor allen Dingen, logisch. Und dann haben wir das große Thema Hardware 4, die neue Hardware, die in neueren Modellen demnächst oder auch schon teilweise implementiert wird. Wermutstropfen dazu ist, dass ältere Fahrzeuge, die Hardware 3 haben, definitiv wohl nicht auf Hardware 4 abgegradet werden können, muss man hier wohl sagen, weil das passt vorne und hinten nicht. Also
könnte ich ja gerne mal durchlesen hier auf Not the Tesla App. Das ist eigentlich sozusagen ja unmöglich. Also man kann das nicht updaten. Wer Hardware 3 hat, der wird sicherlich auch damit gut klarkommen, denke ich mir. Ja, dann gibt es noch einen Preiskampf, Waffenstillstand zwischen Tesla und chinesischen Autoherstellern. Wegen kartellrechtlicher Bedenken wurden dort einige Schichten zurückgezogen. Und was haben wir hier noch mehr? Ich glaube, das ist älteres Sachen hier. Nochmal FSD Beta und so weiter und so fort. Ja, damit überholen wir uns sozusagen von hinten. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat euch dieses Video, auch wenn ich es jetzt nicht live auf dem Handy zeigen konnte, einige Informationen gegeben. Vor allen Dingen, wie ihr überhaupt auf diese neue Version kommt. Wie gesagt, immer wieder lese ich die Kommentare. Ich habe kein Update. Wie komme ich denn an dieses Update? Wieso gibt es das für mich nicht? Schaut euch den Anfang an. Es geht. Es wird funktionieren. Aber im Augenblick natürlich, wie immer, noch nicht für Android-Telefons, sondern Telefone, sondern eben halt nur für iOS. Androids müssen halt immer ein bisschen länger warten. Ja, wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, demnächst natürlich viele, viele weitere Videos zum Wechsel von Tesla Model 3 Long Range in Rot mit Anhängerkupplung. Eigentlich ein Traum von Auto. Zum nächsten Traum. Und daher würde ich sagen, abonniert einfach den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Okay, vielen Dank für euer Interesse. Bis dann. Ciao, ciao.